your fault, Dad. Mom is now dead, and she will never, never come. Oh, stop it! It's not my daughter's voice. Bewegt sie mir noch. Frag mich echt, wohin er sich bewegt. Ah ja, das ist die andere Seite davon. Ein schwebender Stein. Was macht er? Er schwebt. Der Entwickler hat einen schwebenden Stein vergessen. Die Metallkugel ist mit dem Abbild eines Oktopuskopfes versehen. Ja, das stimmt. Schon. Aber die Dinge da dran. Das ist das Wasser. Das ist Unsichtbarkeit eigentlich. Ja. Du hast auch eins. Du hast auch eins. Du hast keins. Doch nur in die Augen gegeben wieder. Das versteckte Ritual steht hier gerade. Okay. Sehr mysteriös. Spricht nicht nochmal mit uns. Und der Monolith hier auch nicht. Das Ding ist schon fast hinter die Insel gelaufen. Ist das wie eine Zeitansage? Ansage? Der läuft einmal um die Insel drumherum und wenn wir es bis dahin geschafft haben, ist gut. Wenn nicht, bist du im Arsch. Oh.
Warum nicht? Geht's nicht weiter. Wieder eine Mopfel ohne Textur. Das war der Weg hier runter. Und der Weg hoch geht nicht, weil wir nicht hochkommen. Ja. Gut, also, den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Und dann müssen wir gucken, ob wir die Steine drücken können. Zwei Stück haben wir ja gefunden, ob die bewegbar sind. Wissen tue ich es nicht. Wo ist denn die... Die Flasche ist da hinten. Da ist auch nichts mehr drin. Gut. Ach. Der geht. Und der andere. Probier mal aus. Falsche Richtung. Hättet ihr mal was sagen können? Der jetzt gar nicht. Okay. Vielleicht geht nur einer. As a young boy, I remember my father talking about this island. He described it in a way that would scare the listener. He spoke of black butterflies, corpse candles, and broken compasses. Da ist ein Zahn. There was a man aboard named Alan who went missing after we shipwrecked. One night, we found him walking alone across the beach. As we approached him, to our surprise, we saw that he had this fixed expression on his face, as if he had seen something horrifying. His hands and arms were paralyzed in a position like if he was protecting himself from something. We tried to ask him questions.
but he didn't reply. Now he's sitting by the shore, singing songs to the rocks about reflections in the sea. I wonder what he saw. Faszinierend, was er gesehen hat. Einige Schnecken, echt ohne Textur, vergessen oder so. Kann mal passieren, sollte nicht passieren. Okay, ab zum Wal. Hi, kein Wal. Hi. This island feels like it's maintained, untouched by time. The wind and the waves pause for a minute to rest. The calm before the storm. Der liegt schon länger. Kette? Beißt er noch zu? Nein, beißt nicht mehr zu. Hier ist der Anker. Aber wieso? Gewitter aus der Richtung. Kann gar nicht sein. I can barely describe what I have witnessed today. That old fool Alex suddenly went insane. He started stuffing his mouth with rocks and kept doing so until his cheeks were completely torn. We had to tie him down. If you're reading this, send help. There's definitely something wrong with this guy. Yep. Das ist denn für ein Kopf? Oh, da geht's hoch. Komm gleich wieder. The small whale. I recognize this boat. It was made by an artist to represent our greatest catch. How did it end up here?
This was meant to be completed by the end of December. It's still September. Oder du hast lang genug geschlafen und weißt nicht mehr, dass es Dezember ist. Raus. Ah, da ist noch eine Flasche. Despite his fear about the island, he would often come here fishing some very colorful fish. I remember finding myself quite disturbed as I watched him stuff his mouth with their raw meat. It's happening. Every man for himself. They all started losing their minds, like what happened to Thanos. He ate his own fingers and cut his eyelids. He was screaming something about being ready to receive the gift of the Watcher. I've lost track of time. I don't know what the date is anymore, nor the hour. The sun isn't moving. Why is the sun not moving? If you're reading this, then I hope you end up here too. Sonne bewegt sich nicht. Was ist das? Es war nur ein bisschen Farbe. Sagt Steam gerade. Es war nur ein bisschen Farbe. Alles klar.
Wieder ein schwebender Stein. Und eine neue Skulptur. Sollen wir mal bei dem anderen Punkt gucken? Ich glaube, wir gucken mal bei dem anderen Punkt. Ob wir da jetzt weiterlaufen können, ob wir da was Neues finden. Feels like it was always a part of me. As if it has taken a hold of me and won't let go. Another foot in the sand, but this time sink deeper beneath the shore. Durchgang, weil einen Stein drüber gelegt habe. Bloß nicht durchkommen. Ist doch doof. Day 30. Elliot is trying to put together the broken parts on a boat we found. If he manages to build it, then we might have a chance of escaping this place. We have to try at least. There's only three of us left now in our crew. We can't afford to waste any more time here. As if time exists in this place. I think I'm starting to lose my mind. I can hear my breath after a screeching sound pierces my ears. If you are reading this, then don't look for us. So, einfach nicht nach uns. Gestalten, nachdem wir nicht suchen sollen. Sie trägt ein Auge in der Mitte und sieht aus wie eine organische sternförmige Figurine. Das stimmt. Ja, mitnehmen, Mensch. Vorne sind wieder Kerzen. Was ist das?
Hühnchen. Looking upon my daughter's toy gave me some sort of happiness. Yet I can't take my mind off the idea she's been taken by one of those creatures. Geil. Na komm, können wir mal reingucken? Cool. Natürlich nehmen wir sowas direkt mit. Andenken an die Tochter natürlich. Sowas ist Pflicht. Fault. A person has already died here. Jay spoke about a shadow whispering between the rocks. We can't stay on this island anymore. We have to leave now. Solitude and peace is what a soul seeks after being free. Did they die in vain? It appears they were murdered. What a horrible way to find solitude. Was immer diese komische Figur darstellen soll, es sieht aus, als ob sie fehlt. Es sieht aber auch geil aus. Das ist ein Oberirrkörper mit einem Oktopus drin. Warte mal, krieg ich hinstellen wieder. So. Cool. Ach, in dem Moment, wo die Viecher hinten dran sind. Ach, scheiße. Genau da. Der Stelle. Auf diesem Bild sieht man zwei Kreaturen, die Felsen hochkriechen, um drei unglückliche Seemänner zu attackieren. Die oben genannten Kreaturen sahen den Illustrationen, die ich auf einem Blatt Papier im Leuchtstock gefunden hatte, sehr, sehr ähnlich. Das ergibt keinen Sinn. Ich dachte, diese Kreaturen sind irgendjemands Fantasieprodukte, aber dort sehen sie echt aus. Könnten dieses Bild und die Knochen dieser Männer als Zeichen ihrer Existenz betrachtet werden? Keine Ahnung. Das sind alles Sachen. Genau, der Zahn haben wir. Die ganzen kleinen Sachen haben wir. Oh, wir können jetzt springen. Kam irgendwie aus dem Meer raus. Aus dem Meer hinaus, hier stimmt. Ruf nicht, Dad. Das tut weh.
eine andere Galaxie? You seek your brother back. I can help you. But you will have to do something for me first. I'll do anything. Anything to see her face again. Ja, super, durch den Wald durchgesprungen. Okay, wir müssen aufpassen. Der Wal ist nicht fest in dem Sinne. Okay, da ist eine Möwe drin. Und der frisst am Wal rum. Okay. Wir müssen auch vorsichtig sein, damit er uns nicht sieht. Da hinten können wir auch nicht drüber. Ach, shit. Used to make offerings to the sea. Thank you.
Wir haben einen Taucheranzug an. Natürlich U-Boot mit schwebendem Stein. Stein nennen. Wie viel Luft haben wir überhaupt? Unendlich? Mm-hmm.